Hey Leute, ich habe mal wieder die Manga-Community gefragt, was bedeutet euch eigentlich Manga? Da kamen ein paar nette Sachen bei raus. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euch selbst Manga bedeutet. Und legen wir mal los. Ich wünsche euch viel Spaß. Manga bedeutet für mich einerseits Unterhaltung, Entertainment und auch Beschäftigung. Andererseits ist es aber auch der Grund dafür, warum ich überhaupt in den kreativen Beruf gestartet bin, warum ich Manga überhaupt als Option, Geld zu verdienen, gesehen habe, beziehungsweise allgemein eine künstlerische Richtung gehen wollte. Das war für mich einfach der Startschuss, warum ich angefangen habe zu zeichnen. Von dem her bedeutet Manga für mich ziemlich viel. Zum aktuellen Zeitpunkt bedeuten mir Manga tatsächlich, ja, fast alles. Seit mehreren Jahren sind Manga mein größtes Hobby. Ich habe extra eine Ausbildung gemacht, um in einem Manga-Verlag arbeiten zu können, was ich jetzt seit über 2 Jahren auch mache. Und ich habe meine wundervolle Freundin über dieses Hobby kennengelernt. Deswegen, ja, Manga sind für mein Leben wirklich ein essentieller Bestandteil. Was bedeutet Manga für mich? Ich bin nicht wirklich mit Manga aufgewachsen, eher mit Anime. Als die ersten Manga-Phasen kamen, war ich eigentlich schon raus. Ich habe nur noch Dragon Ball mitbekommen. Aber jetzt seit Jahren ist es dann doch auch mein Job und das Grundinteresse und für Japan ist da. Deswegen würde ich sagen, Manga sind schon ein ziemlich großer Teil meines Lebens und ja, haben mich auch geprägt, auch wenn ich nie viele gelesen habe. Manga bedeutet für mich, in andere Welten tauchen und im besten Fall kann ich mich vollends in ihnen verlieren. Gleichermaßen ist Manga aber auch für mich ein Medium, und zwar das Medium, in dem ich selbst am liebsten Geschichten erzähle. Einfach weil die Art und Weise, wie ich im Manga Geschichten erzählen kann und darf, finde ich, ist eine besondere, die es vom Comic oder vom Film unterscheidet und halt die, die ich am meisten schätze. Ja, was bedeutet Manga für mich? Manga bedeutet für mich unter anderem halt Vielfalt, sei es jetzt eine schicke Neuauflage, wie zum Beispiel Fruits Basket, sei es vielleicht Extras, wie von Atelier of Richard oder Yona, sei es auch Light Novel, wie zum Beispiel Overlord, Nischentitel, die wie zum Beispiel Folge der Wolken nach Nord-Nordwest, oder auch Chan. Was Manga für mich bedeuten, ist eine sehr interessante Frage. Ich finde, Manga haben mich auch zum Großteil zu dem gemacht, der ich jetzt bin, weil ich finde, Manga vermittelt zum großen Teil viele Werte. Sie machen einen irgendwie weltoffener, sie helfen einem durch schwere Zeiten, sie bringen einen zum Lachen, sie bringen einen zum Nachdenken. Also ich würde sagen, hätte ich meine Manga nicht, wäre mein Leben sehr viel düsterer und noch lange nicht so bunter, wie es Manga gemacht hätten. Also sie bedeuten mir schon wahnsinnig, wahnsinnig viel. Manga bedeuten für mich, dieses Thema hatte ich jetzt in den letzten Wochen häufiger auf Instagram. Da hatte ich mich mit ein paar Leuten halt ausgetauscht, gerade auch was sie antreibt, Manga zu lesen. Und ich jetzt auch immer gesagt, Manga ist für mich mein Antidepressiva. Das heißt, ich öffne ein Buch, lese die Seiten, rieche diesen Duft von Papier und Tinte und tauche dann instant in die Welt. Ich glaube, es ist nahezu unmöglich, in nur 30 Sekunden zu sagen, was mir Manga bedeutet, weil es natürlich unendlich viel ist. Einerseits ist es eine Connection nach Japan, wo ich lange gelebt habe, also ein Stück japanische Kultur, das ich hier im deutschen Alltag haben kann. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Andererseits ist es das Medium, womit ich mich seit meiner Kindheit beschäftige und es ist einfach ein Teil von mir. Also Mangas bedeuten ja sehr viel. Dadurch, dass ich schon seit frühester Kindheit angefangen habe, Manga zu sammeln, sind sie bis heute ein großer Teil meines Lebens. Es ist ein bisschen mehr als ein Hobby, es ist halt Leidenschaft für mich. Und naja, für mich ist es halt auch einfach von der Welt, von der Realität wegkommen, ein bisschen entspannen, Abenteuer zu erleben, Freundschaften und Liebe. Ja. Was bedeuten Manga für mich? Also wenn ich sagen müsste, was ein Manga für mich bedeutet oder generell Manga, würde ich fast schon sagen, es ist eine Community, es ist einfach ein Hobby, es ist vieles. Einige würden auch sagen Leidenschaft, das ist vielleicht für mich ein bisschen zu weit gegriffen, aber für mich ist Manga einfach abschalten, sich ins Bett legen, einen Manga in die Hand nehmen und einfach entspannt lesen, Zeit genießen und nicht am Handy zu sein, weil ich bin relativ viel am Handy und so, dass ich einen Manga lese, lese ich ja, bin produktiv quasi und Manga unterhalten mich fast genauso viel, wenn nicht sogar mehr als Handys und deswegen. Manga bedeutet für mich, ja, das Eintauchen in fantastische Welten, das Mitfieber mit Charakteren und ist
meiner Meinung nach immer noch das Medium, für das ich mich ein bisschen ärgere, dass ich viel zu spät mit auf den Zug aufgesprungen bin, weil ich sehr lange nur Anime konsumiert habe und mir dachte so, ach, Manga, aber Manga begeistert genauso sehr wie Anime und deswegen, ja, Manga ist Liebe. Mangas haben mir schon durch viele schwere Zeiten geholfen, wie wahrscheinlich vielen anderen auch. Es ist eine Leidenschaft, die mich jeden Tag begleitet. Ich lese jeden Tag Mangas. Sie sind jeden Tag in meinem Flur, wenn ich nach Hause komme. Und außerdem habe ich unglaublich viele tolle Menschen durch Mangas kennengelernt. Seit ich Mangas lese, war ich überall in Deutschland unterwegs und habe mich mit Leuten getroffen. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Community, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Ich hatte schon mal sehr stressige Tage in meinem Leben. Und nach einem sehr stressigen Tag gibt es für mich nichts Besseres, zum Beispiel von der Uni auf dem Heimweg bei einem großen Buchhändler anzuhalten, vor diesem riesigen Regal voller Mangas zu stehen, zu sehen, hey, eine neue Reihe, die ich sammle, hat einen neuen Band, mitnehmen, schon auf dem Heimweg anfangen zu lesen, zu Hause ankommen, weiterlesen, Musik auflegen, immer noch weiterlesen und einfach entspannen, kleine Momente genießen. Das bedeutet Manga. Manga bedeutet für mich, eine Pause zu machen. So sitze ich mal Stunden vorm Computer. Wenn ich aber einen Manga in die Hand nehme, lege ich mich meist nach draußen. Da kann ich mich dann sonnen, entspannen und lese ein wenig. Somit kann ich dann auch wieder ein bisschen Kraft tanken. Manga ist also meine persönliche Yoga-App. Manga bedeutet für mich, in andere Welten einzutauchen. Also sich wirklich mitreißen zu lassen von den Charakteren, von der Geschichte, von den Zeichnungen. Das macht dieses Medium irgendwie so einzigartig, dass man diese Mischung hat. Und ich finde es einfach klasse, wie man eben in diese Geschichten abtauchen kann, andere Welten entdecken kann und ja, mit den Charakteren mitfiebert. Manga bedeutet für mich einfach nur Vielfalt. Vielfalt bei der Auswahl, Vielfalt bei den Inhalten, Vielfalt bei den Genres. Also es gibt eigentlich für jeden etwas, zum Beispiel eine Romance-Geschichte, wenn man darauf Lust hat, oder eine Fantasy-Geschichte im Mittelalter, oder eine LGBTI-Geschichte zum Thema Selbstfindung, eine brutale Action-Splatter-Geschichte, die es in sich hat, eine emotionale und ruhige Boys-Love-Geschichte oder aber auch eine realistisch angehauchte Girls-Love-Geschichte. Also ich finde diese Vielfalt, das ist einfach das, was den Manga-Bereich so toll macht, weil man so viel geboten bekommt und jeder etwas für sich findet. Um zu verstehen, was Manga mir bedeuten, muss man, glaube ich, erstmal verstehen, dass ich mich sehr schnell langweile und dass ich sehr ungeduldig bin. Und deswegen habe ich auch eine sehr langweilige Erklärung, warum ich Manga mag. Nämlich, ich kann einfach nicht warten, wenn ich mal erstmal von einem Manga gehört habe, bis dann irgendwann mal der Anime angekündigt ist und dass er dann irgendwann mal ausgestrahlt wird. Deswegen ist Manga einfach das viel schnellere Medium. Und der andere Grund ist, und das gilt prinzipiell auch für Anime, alles, was du denken kannst, kannst du auch zeichnen. Und das ist super für mein Hirn, was sich schnell langweilt, weil ich einfach so. Also Manga ist eine Sache, mit der ich jetzt schon sehr lange zu tun habe, auf ganz vielen Ebenen, privat wie beruflich, also auch als Autor, als Redakteur, als Journalist, jetzt bei KZ für Pressearbeit und natürlich auch als Fan. Und das begleitet mich jetzt seit 25 Jahren und es wird auch nicht langweilig, man wächst nicht raus. Also ich bin froh, dass es ein Teil von meinem Leben ist in so vielen Bereichen. Manga hat tatsächlich im Vergleich zum normalen Buch die Möglichkeit, die Vision des Autors umzusetzen, weil das Bild halt beim normalen Roman halt fehlt und beim Manga genau diese Vision umgesetzt werden kann, genau das gezeigt werden kann, wie diese Welt auszusehen hat, wie der Mangaka sich das vorstellt. Und dadurch ist jeder Manga halt einzigartig und individuell gezeichnet und gestaltet und jede Story immer wieder aufs Neue unterschiedlich und das macht Manga irgendwie aus. Was sind Manga für mich? Eine wundervolle Erzählform, eine Kunstform, mit im Idealfall ambivalenten Charakteren, mit der Erzählzeit, die sich genommen wird, die nicht formatiert ist auf 40 oder 60 Seiten, sondern wo einfach über Langstrecke Charaktere entwickelt werden können, wo man wirklich mitfiebern kann und ja, in Welten eintauchen kann, die man vorher so einfach noch nicht in keinem anderen Medium so in der Form erlebt hat. Manga bedeutet für mich Hobby, Leidenschaft, Freizeit, Beruf, Arbeit, manchmal jede Menge davon, aber das ist es auf jeden Fall wert, denn für mich ist es ein Traumjob und auf jeden Fall der beste Job der Welt. Manga bedeutet für mich kreative Vielfalt. Es gibt Menschen, die sind sehr wortgewandt und es gibt Menschen, die können mit Bildern sich besser ausdrücken als mit Wörtern. Für diese Menschen ist Manga das perfekte Medium, um sich kreativ zu entfalten und ihre Geschichten zu erzählen. Und so können auch Werke entstehen wie Nihei, wo fast
extrem visuell ist und sehr bildgewandt ist und uns fantastische Einblicke ermöglicht, dass wir komplett vergessen, dass wir... Manga bedeutet für mich persönlich einfach mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft auszuleben. In dem Moment, wenn ich Manga lese, einfach unfassbar viel Spaß zu haben. Für einen Moment einfach meine Sorgen und Probleme zu vergessen und in eine neue Welt einzutauchen. Und eben einfach, wie gesagt, den Spaß meines Lebens zu haben, vor allem an diesem Hobby. Manga bedeuten für mich die perfekte Kombination aus Buch und Film. Zum einen die Freude am Lesen und das Haptische, das Gefühl, das Buch in Händen zu halten. Und die Möglichkeit des eigenen Tempos beim Erleben der Geschichte. Man kann zum Beispiel mal länger auf einer Seite verweilen oder auch mal wieder zurückblättern. Und zum anderen die filmischen Aspekte, wie die großartigen Zeichnungen und der mal ruhige und mal rasante Erzählstil. Perfekt für visuelle Menschen wie mich. Manga bedeutet für mich einfach Jugend- und Teenager-Zeitalter und ja, dieses Verlieren in eine andere Welt, dieses hineingezogen werden in so viel Kunst, in so viel Geschichte. Teilweise lernt man auch was komplett Neues dazu, tiefgründige Geschichten oder auch ab und zu einfach nur mal abdriften und ein bisschen Fun haben mit den Stories. Manga bedeutet für mich Vielfalt, bedeutet für mich bunt, bedeutet für mich eine geile Community und ich liebe es einfach, mich von Manga berieseln zu lassen, mich in Charaktere zu verlieben, mich in Stories zu verlieben, mich in Stories zu verlieren, mich in neuen Welten wiederzufinden. Es ist einfach alles nur nicht schwarz-weiß. Ja, mit romantischen Worten habe ich es nicht so, aber Manga bedeutet für mich auf jeden Fall, dass ich mich immer entspannen und zurückziehen kann und auch einfach mal ein Band zwischendurch lesen kann, auch wenn ich mal gestresst bin und eigentlich gar keine Zeit dafür habe, weil ein Manga ist einfach nicht ganz so dick wie ein Roman und man kann unterschiedliche Genres innerhalb von einem Tag lesen und ist nicht quasi die ganze Zeit gefangen in einer Geschichte. Das gefällt mir besonders gut und außerdem finde ich die Bandbreite an Themen, die es da gibt, einfach unfassbar groß. Für mich als Zeichner bedeutet Manga absolute Freiheit, weil da kann man sich so komplett austoben im Zeichenstil, in der Story. Und das ist wie so eine riesige Spielwiese, wo man einfach alles ausprobieren kann, Sachen erfinden kann. Und das ist einfach das Größte für mich als Zeichner. Und ja, diese 30 Sekunden sind ganz schön lang. Für mich bedeutet Manga in den letzten Jahren extrem viel. Nicht nur dadurch, dass ich hier den Ausgleich schaffe zwischen meinem digitalen Bürojob und dem analogen Lesen, sondern auch der Austausch mit der ganzen Community. Wir waren letztens mit ein paar Leuten in einem Escape Room, dann hatte ich wieder Be Noise by the Manga, dann gab es die 30-Sekunden-Videos hier. Ich mag es einfach, den Austausch zu schaffen, mit unterschiedlichen Leuten zu reden. Das macht mir extrem viel Spaß und ich hoffe, ich kann das noch lange, lange machen. Und ja, das ist einfach nur pure Liebe. Das war's mal wieder mit 30 Sekunden. Das bedeutet mir Manga. Schreibt's gerne auch nochmal in die Kommentare. Und danke nochmal für die ganzen Einsendungen der Videos. Schaut gerne mal bei den Gästen vorbei auf deren Social Media Kanäle. Eins meiner Lieblingsformate, hier unterschiedliche Gesichter zu zeigen. Freut mich immer mega. Waren auch ein paar neue Gesichter mit dabei. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Manga lesen. Gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, alles Gute, euer Proun. Ciao, ciao.